Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Tiermaker-Video. Naja, er hilft den Leuten und hilft den Leuten und er hilft den Leuten. Ich sag's dir direkt zum Anfang, ihr könnt diese Vorgabe von mir erhalten, wenn ihr in der Beschreibung schaut, da ist der Link genau zu dieser Tierlist. Haut eure Ergebnisse gerne auf dem Discord bei uns raus oder halt live im Stream, so wie ihr lustig seid. Ich habe mir extra nur die Competitive Maps ausgesucht, weil es bei dieser gesamten Maplist so viele Maps gibt, die ich nicht kenne, die ihr nicht kennt. Da können wir uns trotzdem gerne mal dran setzen und ich schaue dann Stück für Stück, was das für Maps sind, die ich nicht kenne. Aber heute machen wir mal nur Competitive. Ist ja auch meistens die Frage im Stream, was ist deine Lieblingsmap? Wo zockt ihr am liebsten drauf? Wo klatscht ihr am liebsten die Gegner? Achso ja, und da oben mit den Ecken ist gerade noch Werbung für einen Nicht-Partner von mir und jetzt mache ich Partnerwerbung rein. Yay. So nutzt man Werbeplätze richtig, und zwar für sich selbst. Meine Tierlist ist wie folgt gegliedert. Meine Lieblingsmaps, da spiele ich gerne drauf. Kann man mal machen. Muss nicht unbedingt sein. Können wir die bitte rausnehmen? Und ich sehe hier nur In-Home-Streaming. Und da, wie gesagt, die Frage ständig kommt, welche meine Lieblingsmap ist, mache ich die am Ende. Und beginne erstmal zwischendrin. Also Kachel war früher mal meine Lieblingsmap. Cache konnte ich wirklich jeden Tag spielen. Mittlerweile spiele ich da immer noch gerne drauf, aber sie ist nicht mehr meine Lieblingsmap oder zählt nicht mehr zu den Lieblingsmaps an sich. Das liegt aber nicht an den Änderungen oder irgendwas. Ich fand sie auch noch sehr nice, als sie grün wurde, sondern einfach nur so aufgrund der Gefühle, die ich auf der Map habe, der Loses, der Wins und so weiter und so fort. Ich denke, das ist bei vielen so, ne? Dass man sich sagt, auf Overpass verliere ich nur, deswegen ist die für mich kacke und, wo wir gerade dabei sind, Overpass kann man schon rausnehmen. Kann man schon rausnehmen. Ich weiß, es gibt viele Freunde von Overpass an sich und an sich ist die Map ja cool. Also die ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh, ich habe da wenig FPS oder sonst was, die ist geil. Aber wir haben halt oft kackige Spiele drauf, zumindest in meiner Erinnerung. Ich weiß, Kirby kommt jetzt und sagt, wir gewinnen doch ständig da drauf. Ja, vielleicht, wenn Kirby dabei ist. So, weiter geht's mit das 2 und das hat sich bei mir stark geändert über die Jahre. Die war eigentlich immer hier oder vielleicht sogar hier. Ich meine, ich bin noch nie wirklich gegangen aus dem Spiel, weil eine Map kam. Aber bei das 2 hätte ich am ehesten noch das Feeling dazu gehabt, dass ich sage, Leute, ich sehe nur in einem Stream, ich kann nicht. Mittlerweile hat die sich aber so hochgebaut, dass ich fast sagen würde, ich spiele gerne drauf, aber um es realistischer zu gestalten, kann man auf jeden Fall machen. Das 2 ist vollkommen in Ordnung. Was auch sehr klar geht, und daran hätte ich, das hätte ich wirklich nie gedacht, ist Vertigo. Vertigo ist bei mir auch, also früher ganz hier unten gewesen. Einfach nur tatsächlich wegen dem Fakt, weil sie ständig geändert wurde. Man hat sie gespielt und du warst fertig mit dem Spiel und danach hast du sie wieder gespielt und dann war die Map einfach ganz anders. Sie wurde alle 3 Minuten gefühlt verändert und auch mit großen Änderungen. Und das hat mich schon ein bisschen gestört. Sie wäre damals hier gewesen bei können wir die rausnehmen, kommen, die wird eh ständig geändert. Aber mittlerweile ist sie genauso wie das 2 bei kann man mal machen und ganz knapp zum Übergang auf da spiele ich gerne drauf. Also ich spiele fast gerne auf ihr. Wenn wir jetzt hier die interne Liste machen würden, also von internen Games, von Fun Games, dann wäre Vertigo hier oder sogar ganz oben, weil tatsächlich gelingen mir hier die dreckigsten Diegelschellen, wenn wir intern spielen. Kennt man ja, ne? Die Leute spielen im normalen Matchmaking schlecht und dann gibt es auf einmal intern, komm, wir spielen alle Diegel und auf einmal geht's rein ohne Ende, ne? Was im normalen Match nie gehen würde und da drückt man dann wie so ein Verrückter. Train ist leider, Demi, bitte schlag mich nicht, ist mittlerweile bei Muss nicht unbedingt sein, auch einfach aufgrund der Spielqualität, die wir darauf bis jetzt hatten. Wir haben schon ein paar Spiele gehabt, wo wir wirklich richtig reingetiltet haben, aber eben auch viele Loses und so knappe Dinger und sowas, also das ist, es muss nicht unbedingt sein, aber es geht schon. Wenn Demi dabei ist, bin ich natürlich auch dabei, das ist klar. Demi, ich bitte dich. Dann haben wir hier noch Mirage. Mirage war bei mir früher sehr weit hier oben. Dann wurde sie zu meiner Das 3 Map und Das 2 habe ich damals halt schon gehasst, also habe ich Mirage auch so ein bisschen gehasst. Mittlerweile kann man die auf jeden Fall machen. Also Mirage geht sicherlich klar. Jetzt suchen wir uns mal eine Map aus für In-Home-Streaming und man sieht schon, worüber ich hier kreise. Es sind, also Office ist eine schicke Map und ich habe da ganz besondere Verbindungen auch zu der Map, weil ich damit früher viel gemacht habe, auch in Garry's Mod, auch Filmchen gemacht, witzige Videos und so weiter und so fort. Ich mag Office sehr, aber als Competitive Map, beziehungsweise halt dann einfach, wenn wir halt auf E-Sport darauf spielen würden, ich würde abbrechen. Das geht wirklich nicht. Klar, Brixen, Rhodey, Le Bomb, wir können das schon gerne mal so reindaddeln. Ja, aber so richtig ernst, so richtig Ernest Hemingway, weiß ich jetzt nicht, ob ich uns da sehe. Also, wir haben da bis jetzt nur Loses eingefahren auf der Map, also auf Office, immer. Obwohl wir manchmal bei T starten, haben wir trotzdem, verlieren wir dann. Also, es ist, muss ich nicht mehr zu sagen, ne? Jetzt haben wir hier noch, ist es Agency? Ist es? Ah ja, das ist der City Spawn da hinten, ne? Und da ist die Treppe, die da so, ja. Also Agency ist auch so eine Hassliebe. Bei intern wäre Office hier oben irgendwo und Agency wäre auch deutlich weiter oben. Ich sag mal so, auch nochmal mit Office zusammen. Wenn Brixen dabei ist oder Wasgau, das sind die beiden Verfechter. Wasgau liebt Agency, Break liebt Office. Okay, lass mich breitschlagen. Dann zieh ich's hoch und mach's halt hier hin. Aber wenn ich jetzt nur für mich sprechen muss,
Es ist hier eher so im In-Home-Streaming-Bereich. Dann haben wir natürlich noch zu... Oh, wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte mich viel größer machen. Oder ich schneide das Ding aus. Wisst ihr, ich schneide das genau hier aus, also für die Zukunft. Und setze mich dann mit der Cam hier so hin. Weißt du, so? Und schneide das gesamte Bild aus und streck's auf. Sieht das immer dumm aus, wenn ich mich hier rumziehe. Später im Stream bin ich ja wieder verwundert, warum ich so riesig bin. Naja, komm, ich mach's direkt normal auf. Ah, da gehen vor allem meine Zooms nicht. Ich habe viele Zooms in Premiere schon gespeichert und die gehen natürlich nicht, wenn ich mich hier verändere. Gut, also zurück oder übrig bleiben dann noch Nuke, Inferno und Agency, wollte ich sagen, und Ancient. Action. An der Stelle könnt ihr das Video kurz anhalten und überlegen, was ist davon wohl auf meinem Platz 1? Ist es... Ist es Inferno? Oder ist es doch Nuke? Im Stream haben wir, nur um eine kleine Verwirrung zu sehen, schon seit einigen Monaten eine Liste für Nuke und dort listen wir die Ventrushs auf. Wie oft wir die gemacht haben und wie die dann geklappt haben. Also sind wir alle durch den Vent gekommen? Wie viel sind durch den Vent gekommen? Kam der Plan zustande? Hatte man nach dem Afterplan noch was zu tun oder haben wir einfach gewonnen, haben wir verloren und so weiter und so fort? Da gibt es eine ganze Liste. Aber vielleicht will ich euch damit auch nur von Ancient oder von Inferno ablenken. Man weiß es nicht. Also, was ist meine Lovelings-Map? Bing, boom, bing, boom. Und zu Ende. Natürlich ist meine Lovelings-Map die ich am Ende wähle. Nuke machen wir hier auf, da spiele ich gerne drauf. Also mittlerweile gefällt mir Nuke wirklich sehr, sehr gut. Wir haben, wie gesagt, auch schon diese Liste. Es bockt einfach rein. Und nein, wir benutzen eigentlich nie die Nate beim Ventrush. Das ist ein komischer Schabernack. Da rennt man Dosch. Da rennt man einfach Dosch. So, Bing Bong, die letzten zwei. Ancient ist tatsächlich auch auf Kamama machen. So, und Inferno in Homestreaming. Ne, also Inferno ist natürlich ganz oben. Ich weiß, wir spielen sie auch am F-Testen und sie macht wirklich Spaß. Also es ist einfach eine geile Map. Auch wenn wir jedes Mal sagen, gerade im Highgame, dass wir da eine sehr schlechte T-Side spielen, finde ich die trotzdem geil, die Map. Die bockt einfach. Inferno ist cool. Ich weiß, es gibt so manche eine oder manche eine, Sammy, die sieht Inferno zum 8. Mal im Stream und denkt sich, what? What's this? Aber naja, so ist es halt. Gut, da bin ich ja soweit durch. Die Liste ist, wie gesagt, verlinkt. Wenn ihr auch mitmachen wollt, ran an den Speck. Aber jetzt gibt's ja noch das Giveaway. So, was hatten wir denn da? Das war, ach, die Night Terror. Ja, ich erinnere mich. Night Terror. Für alle Grusel-Fans da draußen. An diesem Giveaway kann man auch wieder teilnehmen, indem man einfach einen Kommentar schreibt. Und dieses Mal ist das Zauberwort Schatz. Okay, gut. So, dann gehen wir durch in die... Dann gehen wir hier in den Comment-Picker rein. Das reinpasten, Duplicate raus. War hier noch irgendwas? Nee. 12. Und Get YouTube-Comments 54. Danke für die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte alle Kommentare. Also ran, meine Damen und Herren. Und schon lösen wir den Gewinner der ganzen Geschichte aus. Denkt dran, es muss Shots mit im Kommentar stehen. Wenn das nicht so ist, dann ziehen wir den nächsten. Na, also dann zählt das nicht. Let's go! Na, warte. Oh mein Gott, Barb! Ich fand die Shots absolut frech. Der soll mal die Skins rüberhebeln. A la GZ an Ghost. Sodele, perfekt. Ghost war der Gewinner des letzten Giveaways. Ja, Babo Phoenix, du bist der aktuellste, der neueste Gewinner. Wir machen die Sache ganz einfach, Babo, da nämlich YouTube immer wieder die Links oder Kommentare mit den Links löscht, schreibst du einfach unter dieses Video, oh, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Dann sage ich, yay, cool, Babo. Und daraufhin antwortest du mit irgendeiner Zahl, die du dir ausdenkst. Und dieselbe Zahl schreibst du mir auch auf Twitch als Whisper. Und in den Whisper schreibst du auch einfach deinen Trade-Link mit rein, ne? Ja, ganz einfach. Und natürlich gibt es heute auch wieder ein kleines Giveaway für YouTube. Und zwar diese leckere AWP Phobos mit 3 Stickern. Ach gut. Mit unter anderem einem Titan Katowice 2015. Kann man sich schon mal gönnen, ne? Wer hier mitmachen möchte, schreibt einfach wie immer einen ganz normalen Kommentar und haut dieses Mal das Wörtchen Report oder auch Reporten mit rein. Einfach so ganz beiläufig lässig in den Kommentar reingeschrieben. Und vergesst nicht, in den Streams, da gibt es die richtig dicken Sachen, Leute. Mua. Unter anderem haben wir aktuell dieses Gutknife Autotronic im Giveaway drin. Also ran an den Speck, meine Damen und Herren. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Schön reinkommen. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich hier wie immer fürs Zusehen. Danke, dass ihr auch kommentiert und liked. Hat mich sehr gefreut. Auch gerade eben die ganze Beteiligung. Klar, durch die Giveaways auch, na sicher. Ist immer wieder schön, weil ich halt gerne Kommentare lese, gerne Kommentare beantworte und... Dann habe ich halt hier richtig viel zu tun. Haut rein und bis dann. Oder bis zum Stream. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.